Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus der Weltstadt Hannover zu einer ganz besonderen Veranstaltung dieses Jahr virtuell zum Juni-STEM Day 2021. Mein Name ist Nico Lachmann und ich arbeite an der Medizinischen Hochschule Hannover an neuen Zelltherapien bei seltenen Erkrankungen. Wir benutzen dafür auch Stammzellen und ich möchte euch kleine Einblicke geben in unsere Forschung, die wir hier praktizieren und euch vielleicht auch zwei kleine Erkrankungen vorstellen, an denen wir arbeiten. Und anfangen möchte ich mit einer kleinen geschichtlichen Einführung und zwar, woher kommt eigentlich der Begriff Stammzelle? Wir hören das ja ganz häufig, Stammzellen hier, Stammzellen da, aber das Wort Stammzelle kommt auch ursprünglich von der Entdeckung der blutbildenden Stammzelle, also quasi die Stammzelle, die in der Lage ist, Blut zu bilden. Und diese wurde entdeckt von James Till und Ernest McCulloch, diese beiden Forscher, die hier dargestellt sind. Und die haben quasi vor 60 bis 70 Jahren Knochenmark von einer Maus in eine neue Maus transplantiert und konnten dabei feststellen, dass es dort eine Zelle gibt im Knochenmark, die in der Lage ist, neues Blut zu produzieren. Und das war quasi die Geburtsstunde oder die Entdeckung der blutbildenden Stammzelle. Und neueste Erkenntnisse oder fast alle Erkenntnisse, die es mit Stammzellen gibt, geht auch zurück auf diese beiden Forscher. Und dieses Konzept der Knochenmarkstransplantation, das wurde dann aufgenommen zum Beispiel von Donald Thomas, der Erste war, der die Knochenmarkstransplantation bei Zwillingen, also bei Menschen, durchgeführt hat. Und ihr kennt es vielleicht, Knochenmarkstransplantation ist eine sehr erfolgreiche Therapie, zum Beispiel bei Blutkrebs, aber auch bei vielen anderen Erkrankungen, wo die Knochenmarkstransplantation heutzutage klinisch durchgeführt wird. Und der Grund, warum die Knochenmarkstransplantation so erfolgreich ist, geht darauf zurück, dass die Blutstammzelle hier HSC, Hematopoietic Stem Cell, auf der Spitze eines hierarchischen Prozesses steht und in der Lage ist, ein Leben lang, ja, also von der Geburt bis zum Tod, ja, pumpt sie immer Blutzellen oder produziert immer Blutzellen in den Körper, wie zum Beispiel die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen, aber auch die Granulozyten, Monozyten, Makrophagen, T- und B-Zellen, die dann eher zur Immunantwort gehören. Und Immunzellen sind in der Lage, quasi den Körper vor Pathogenen zu schützen, auch ganz wichtig, natürlich gegen Corona, ja, aber auch gegen andere Erreger, wie zum Beispiel Bakterien oder Mykobakterien, aber auch andere Viren und auch Pilze. Und eine gestörte Immunproduktion oder eine gestörte Immunzellproduktion kann dazu führen, dass halt Patienten anfällig sind für bestimmte Erkrankungen, für bestimmte Pathogene. Und ich möchte euch ganz gerne zwei Erkrankungen heute erzählen, an denen wir arbeiten, um halt neue Therapien für diese Patienten in die Klinik zu bringen. Und die erste Erkrankung geht auf bestimmte Patienten zurück, die anfällig sind gegen mykobakterielle Pathogene. Das beste Beispiel ist hier Tuberkulose, habt ihr vielleicht schon mal gehört, geht auch auf mykobakterielle Pathogene zurück. Und es gibt bestimmte Patienten, ja, es sind sehr, sehr wenige, ja, die sind besonders anfällig gegen mykobakterielle Pathogene, werden sehr schwer krank, ist meistens im Alter schon von 1 bis 3 Jahren. Da werden diese Patienten quasi gefunden, weil sie halt in die Klinik kommen mit schweren Infektionen und in der Regel versterben diese Patienten auch, bevor sie das Alter von 10 Jahren erreichen. Und der Grund, warum diese Patienten erkranken, sind genetische Defekte. Und diese genetischen Defekte führen dazu, dass die Fresszellen, die Makrophagen in diesen Patienten nicht funktionieren. Und wir haben uns die Frage gestellt, wenn es eine genetische Grundlage gibt, die dazu führt, dass diese Patienten anfällig sind gegen mykobakterielle Pathogene, können wir vielleicht eine neue Therapie entwickeln, wo wir Gentherapie mit Blutstammzellen kombinieren, um halt korrigierte Fresszellen in dem Körper zu produzieren, die dann in der Lage sind, diesen Patienten zu schützen. Und wir haben das gemacht in Mäusen zuerst. Wir haben quasi eine Genfähre für die Gentherapie entwickelt, wo wir quasi das gesunde Gen einbringen. Das ist hier eine schematische Darstellung von dem Virus. Und wir haben dann Mäuse benutzt, hier links. Die Mäuse sind genauso krank wie auch der Patient. Ja, tragen die gleiche genetische Grundlage. Und aus diesen Mäusen haben wir
Blutstammzellen entnommen, haben diese Blutstammzellen korrigiert mit dem Virus, den wir hier oben sehen, weil der die gesunde Kopie trägt, und haben diese korrigierten Blutstammzellen wieder zurück in die Mäuse transplantiert. Und nach einer gewissen Zeit haben wir die Mäuse, auch wie beim Patienten auch, infiziert mit bestimmten Erregern, um zu gucken, sind diese Mäuse nun geschützt. Und was wir sehen konnten, dass hier sind Lungenschnitte auf der linken Seite hier, das sind gesunde Tiere, ja, die quasi keine Erkrankung tragen. Und in den Schnitten, hier in grün, ist die Lunge. Und wenn die Mäuse Infektion tragen würde, wären diese gelb bis rot. Und ihr könnt hier sehen, tragen keinerlei Infektion, wohingegen gegen die kranken Tiere, die halt nicht therapiert worden sind, tragen halt schwere Infektionen hier in diesen gelb-rötlichen Clustern dargestellt. Und ganz links sind vier Bilder von korrigierten Mäusen, also sprich von Mäusen, von kranken Mäusen, die die Gentherapie oder die genetisch korrigierten Zellen bekommen. Und dort sehen wir auch keinerlei Infektion, was dazu führt, dass diese Mäuse geschützt sind vor den mykobakteriellen Pathogenen. Das können wir auch sehen in der Milz. Das sind Bilder von einer gesunden Milz, von gesunden Tieren, die keinerlei kranke Zellen tragen, normale Größe. Kranke Tiere, die keine korrigierten Zellen bekommen, da ist die Milz vergrößert, aufgrund dessen, weil die Maus versucht, neue Blutzellen oder neue Immunzellen zu produzieren, um den Körper zu schützen. Und hier sehen wir normale Größe in Tieren, die halt die korrigierten Zellen haben, was uns quasi zeigt, okay, diese Mäuse sind geschützt und tragen keinerlei Infektionen. Und der Grund dafür ist halt, dass diese Mäuse korrigierte Fresszellen nun produzieren können, die in der Lage sind, gegen die Pathogene ja, aufzufressen, wenn man so will, und dass die Patienten oder diese Mäuse dann keinerlei Infektionen tragen. Und diese Fresszellen kommen in verschiedensten Organen vor, tragen dort nur andere Namen, wie zum Beispiel in den Lungen, habe ich ja gerade schon erklärt kurz, oder auch Mikroglia, also auch Fresszellen im Gehirn, Kupferzellen in der Leber. Also quasi in jedem Organ kommen diese Fresszellen vor, um uns zu schützen. Und eine andere Erkrankung, wo diese Fresszellen jetzt wieder zurück zum pulmonalen, also zur Lunge, wo diese Zellen nicht funktionieren, ist die sogenannte pulmonale Alveolarproteinose oder kurz PAP. Ist auch wieder eine seltene Erkrankung. Ja, die Häufigkeit in Deutschland ist einer in 10 Millionen. Also wir müssten rein theoretisch 8 Patienten kennen. Wir kennen aber in ganz Deutschland nur 3 Patienten. Eine in Hannover und 2 in München. Und diese Patienten kommen meistens in die Klinik mit mit Husten, mit Atembeschwerden, auch mit schweren Infektionen. Und das führt dazu, dass wir die Patienten halt genau untersuchen, genetische Analysen auch durchführen, aber auch klinische Analysen durchführen, um wirklich zu schauen, leiden diese Patienten wirklich an der pulmonalen Alveolarproteinose. Und eine Möglichkeit, neben vielen anderen, ist, dass wir Röntgenaufnahmen durchführen. Und hier ist eine Röntgenaufnahme von gesunden Menschen, ja, und schwarz ist hier nicht der Indikator, dass der Patient raucht, sondern eher, dass dort Luft vorhanden ist, und das ist immer schwarz. Und wann immer quasi Flüssigkeit, hier zum Beispiel in einem Patienten, Flüssigkeit oder andere Stoffe vorhanden sind, trübt das Röntgenbild, und hier kann man sehen, so weiße Verschattung im klaren Kontrast zu gesunden Probanden, und das ist schon ein Indikator, dass in den Lungen irgendwas vorhanden ist, in diesem Fall Surfactant, also Protein, was quasi den Sauerstofftransport auch behindert. Und dieses Surfactant, ja, dieses Protein, das brauchen wir auf der einen Seite, es wird immer produziert, ja, das brauchen wir, um zu atmen, aber in diesen Patienten ist davon zu viel dort. Und warum das so ist, da komme ich gleich drauf. Und eine Möglichkeit, wie wir dieses Effekten wieder loswerden in diesem Patienten, ist, dass wir diesem Patienten eine Lungenspülung unterziehen. Also quasi wir intubieren den Patienten, das sind Bilder aus dem OP, die wir für Lehrzwecke auch verwenden dürfen. Ja, und diese Spülung, da werden ca. 10 bis 30 Liter Kochsalz in die Patientenlungen gespürt, rein, raus, um dieses Surfactant, das kann man hier unten auf dem Bild sehen, von links nach rechts, je häufiger man spürt, desto mehr kriegt man von diesem gelben Eierlikörprotein wieder raus, um halt den Sauerstofftransport wieder zu bewerkstelligen.
ist eine sehr invasive und eine sehr belastende Prozedur für den Patienten. Und wir müssen diese Therapie ja in schweren Fällen jeden Monat durchführen, ein Leben lang. Und das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft für den Patienten. Und der Grund, warum quasi dieser Patient zu viel Surfaktan produziert oder auch in den Lungen, ist die Tatsache, dass die Patienten die Fresszellen fehlen, also quasi die alveolaren Makrophagen, die normalerweise dazu führen, dass sie das Surfaktan ja beseitigen, auffressen, sind in den Lungen der Patienten nicht da. Und im gesunden Menschen sind diese da, fressen das Surfaktan oder beseitigen es. Und das führt zu einem guten, führt zu einer normalen Atmung. Und in PAP-Patienten, wo diese Zellen fehlen, ja, ist es so, dass halt dieses Surfaktan mehr und mehr gebildet wird. Und das führt dazu, dass halt der Sauerstofftransport gestört ist oder auch die Patienten Infektionen tragen und zu dem beschriebenen Krankheitsverlauf. Und diese Fresszellen kann man sich wirklich vorstellen wie eine Art Pac-Man. Ja? Also der Makrophage. Und der Pac-Man flitzt durch die Lungen durch und beseitigt diese ganzen Surfaktan und diese ganzen Pathogene. Und wenn, wie gesagt, Pac-Man nicht da ist, dann kommt es halt, wie gesagt, zum Krankheitsbild. Und wir haben uns die Frage gestellt: Nun, wenn Pac-Man nicht da ist, wenn der Makrophage fehlt, können wir nicht einfach Pac-Man wieder einfach in den Menschen geben oder in Mäuse geben, um halt quasi dieses Surfaktan zu beseitigen? Und das haben wir in experimentellen Studien mal versucht und das funktioniert wunderbar. Zuerst in Mäusen. Wir haben halt quasi Maus-Makrophagen, also den Maus-Pac-Man, wenn man so will, hergestellt und haben diesen Pac-Man quasi in erkrankte Mäuse intrapulmonal transplantiert und haben dann eine Lungenspülung durchgeführt, um zu schauen, ist das Surfaktan dann wirklich beseitigt. Und hier diese beiden Tubes hier, ja, wo wir quasi Mäuse, also PMT ist quasi der Pac-Man, ja, transplantiert konnten wir sehen, dass die Lungenspülung genauso gut und genauso klar aussah wie gesunde Tiere, was im klaren Kontrast war zu unbehandelten Krankentieren. Das konnten wir auch in CT-Aufnahmen, also in der Computertomographie sehen. Hier in der Mitte, das sind Mäuse, die Pac-Man den Makrophagen bekommen, also intrapulmonal transplantiert bekommen haben. Und ich glaube, dass ihr ganz gut sehen könnt, dass diese Bilder genauso gut aussehen wie gesunde Tiere. Und das Wichtigste ist, dass die Mäuse, quasi das Überleben der Mäuse nach Pac-Man fast normalisiert war, wohingegen kranke Mäuse früher sterben. Und das waren erstmal, wo wir Maus-Makrophagen, also den Maus-Pac-Man in eine Maus gegeben haben. Das Gleiche haben wir danach auch gemacht mit humanen Zellen, also mit einem Makrophagen von humanen Spendern. Also wir haben einen humanen Pac-Man quasi im Labor generiert und haben diesen humanen Makrophagen dann in Mäuse gegeben, um zu gucken, auch sind auch quasi humane Zellen in der Lage, diese Erkrankung zu beseitigen. Und das könnten wir auch wieder sehen in der Lungenspülung. Quasi wir haben wieder den Pac-Man intrapulmonal in erkrankte Mäuse transplantiert und nach ca. 6 Monaten haben wir die Mäuse gespült. Und dort konnten wir auch sehen, dass die Lungenspülung fast genauso aussah wie bei gesunden Tieren, vielleicht noch nicht ganz so gut, ja, aber eine klare Verbesserung im Vergleich zu nicht transplantierten Krankentieren. Und das konnten wir auch sehen in der CT-Aufnahme. Hier in der Mitte sind die CTs von den Tieren, die wir mit Makrophagen transplantieren konnten. Und ich glaube, dass dieses Bild genauso gut aussah oder aussieht wie gesunde Tiere im klaren Vergleich zu nicht transplantierenden Krankentieren. So, das waren jetzt zwei Beispiele, wo halt die Makrophagen einen enormen therapeutischen Vorteil bilden bei zwei seltenen Erkrankungen. Auf der einen Seite bei der Erkrankung, wo die Patienten anfällig sind für Infektionen, insbesondere Mykobakterien, und auf der anderen Seite eine schwere Lungenerkrankung, wo die Patienten an zu viel Protein oder an zu viel Surfaktan leiden, aufgrund dessen, weil halt die Makrophagen fehlen. Das waren zwei Lungenerkrankungen. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, kommen diese Zellen auch in anderen Organen vor. Und deswegen schauen wir gerade nach, ob wir diese ja,
Pac-Man-Therapie, wenn man sie mal runterbrechen will, auch bei anderen Erkrankungen von anderen Organen funktionieren könnte. Und dabei komme ich auch schon zum Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ihr könnt einen kleinen, klitzekleinen Einblick bekommen, wo Stammzellen, aber auch Makrophagen und vielleicht andere Immunzellen von Bedeutung sind. Freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch viel Spaß am Unistem Day 2021. Tschüss aus Hannover.